drauf. Mit Abgleich. Ja, ich bin die Schale verpflichtet. Hat mich ein bisschen genervt. Aber gut, das hat funktioniert. Gewonnen. Gegen Frieda, wir haben Orden Nummer 7. Das war noch nicht guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. So, schnell weg. Bevor wir dann unsere verdiente Belohnung bekommen, in Form eines Ordens in einer TM, heiße ich erstmal im Team Rex Bizarre willkommen. Die Weiterbildung von Schneebedeck, unser finales Teammitglied, hat sich jetzt auch noch nicht entwickelt. So. Heiße. Sehr gut, dann kann ich nicht Eissturm rausnehmen. Heiße hat nämlich 75. Was nur 50? So. Wow, bist du stark. Damit hast du dir mein Achtung redlich verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willensstärke hast du total überrollt. Oh, ich es vergesse. Ich muss dir noch das hier geben. Jo, den. Firnorden? Ja. Den Firnorden von Frieda. Es gibt also den Finnorden und den Firnorden. Nicht verwechseln bitte. Mit dem Firnorden kannst du nun über deinen Pokéz die Formattacke Kratzler einsetzen. Und nimm dich ja auch noch. Die Sticker, die bekommen und die TM 72. Die heißt, ist die TM Lawine. Die wir nur einmal sehen konnten. Schneebedeck. Und wenn das Schaden wird, dann sich stärker dieser Attacke. Stell dir mal vor, wie viel Konzentration dafür braucht. Ah, deswegen war die auch so stark. Erinnert die. Okay. Blöd ist es nicht gewesen. Dann nehmen wir sie nämlich mit rein. Glaube ich, oder? Das war das 72, ne? Dann nehmen wir sie statt Blizzard rein. Weil, klar, es ist eine. Weil wir können bis zu 120. Plus Step-Bonus. Wir haben ja bei über 180. Und das ist definitiv mehr als die 110 bei Blizzard. Tut mir leid, dass ich jetzt sage, ich nehme es jetzt raus, aber. Gut, Blizzard wäre jetzt nochmal die Hälfte dazu. 110, die Hälfte davon ist 55, wäre es 165. Also, wir werden dann, wenn wir Schaden nehmen, ist es 180. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich auch die Idee gewesen, es ins Wusste zu nehmen. Gut, dann haben wir es tatsächlich. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Vorkommnis am See der Stärke. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Strahler. Diamanten. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und in dieser Folge haben wir noch eine Aufgabe zu erledigen. Und zwar müssen wir zum See der Stärke. Dort hat unser Rivale ein bisschen Ärger mit Team Galactic. Und wir werden uns natürlich danach schauen, was uns da so erwartet. In der letzten Folge haben wir tatsächlich den Firnorden bekommen. Und ja, uns fehlt also nur noch ein Pokémon, was ich entwickeln muss. Das sollte jetzt hoffentlich in den nächsten 2-3 Folgen passieren. Nämlich, dass Gramux sich zu Krammschiff weiterentwickelt. Das macht man mit dem Finsterstein. Den Finsterstein bekommen wir in Schleiede. Und das ist relativ weit erledigt. Ja, Frieda war bis auf ihr Militaris nicht so das Riesenproblem. Ich hatte natürlich doch noch mal ein bisschen mehr gegen mir erwartet, aber gut, war halt nicht der Fall. Aber wie gesagt, Lawine, die hat uns tatsächlich ein bisschen Ärger gemacht. Jetzt dürfen wir auch tatsächlich auch stärker Dings einsetzen. Und je nachdem, wie die Zeit jetzt gleich aussieht, suche ich mir noch die vier Trainer, die gerade auf der Rittergrund sind, die jetzt Kraxler einsetzen dürfen. Und das heißt, dass ich die mitnehmen kann. Braucht die TM niemanden beizubringen, das ist der absolute Vorteil in dieser Generation. Und ja. Deswegen finde ich cool. Finde ich sehr geil gemacht. Ich entschied, dass wir jetzt tatsächlich nicht noch einen Slot machen können, sondern ich normal mein Moveset nehmen kann. So, was können wir hier machen? Fällt euch einfach auch das Pokémon, das jetzt hast du echt nicht besser zu deshalb durch diesen unerträglichen Schnee zu stapfen?
Die Pokémon 3-3 sehen scheint irgendwie miteinander verbunden zu sein. Also, als er sehe, der Kühner in die Luft gejagt wurde, erschien mitten in sie eine Höhle. Die wäre wohl das Kabor-Bums. So, ich nehme mal kurz mein Ding. So. Damit kommt ihr nicht davon, Team Galactic. Oh, wie war das schon einfach alles? Deine Pokémon sind gar nicht so übel, aber du bist einfach lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon vom See retten? Und sich mit Champion? Träum weiter, Kindchen. Ja, mal, das ist bitterkalt hier. Lass dich zum Hauptquartier entscheiden. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewig genau getroffen. Hör gut zu. Team Galactic hat etwas Großartiges vor. Und zwar zum Wohle aller. Kümmere dich besser um deine eigenen Kram, als du das mit ach so am Pokémon und ähnlichem Fülle von Ohren voll zu lernen. Ja, Mann. Verschwende deine Zeit bloß nicht, zum Hauptquartier in Schleide zu gehen. Gut, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Dieses Pokémon, Selfe, es schien wirklich zu leiden. Da will ich mich anstrengen und stärker werden. Es wird sich nicht immer alles im Gewinnen und Verlieren. Ich muss stärker werden. Sieht da, ist da ein bisschen einsicht. Gut, ich hatte jetzt erwartet, dass wir jetzt tatsächlich ein bisschen mehr machen müssen hier. Das war jetzt mal gar nicht. Deswegen werde ich jetzt nach Dings fliegen. Ich muss zurück, ne? Scheiße, ich muss zurück. Ich muss die Route zurück. Ich muss ja zurück nach Elises. Ich will ja noch die Trainer da oben mitnehmen. Oh, ernsthaft jetzt, ey. Kann ich nicht die Route 216 fliegen? Geht das nicht? Das wäre nicht so blöde. Tatsächlich muss ich jetzt auch. Nee, ich fliege da Blizzard. Nein, brauche ich ja gar nicht, weil ich bin ja hier. Das heißt, wir laufen zurück. Nee, ernsthaft. Aber gut, okay. Dann müssen wir den Weg jetzt zurück machen. Ich würde nämlich gesagt die vier Trainer noch gerne mitnehmen. Das wollen wir dann. Schleide. Und Schleide will ich nämlich in der nächsten Woche. Will ich jetzt nicht mehr noch reinrotten. In der nächsten Folge. Vielleicht auch nächste Folge. Woche. Ich will nicht noch das Schleidegebäude mitnehmen. Guck mal, wie schnell unsere Spuren wieder verwirren durch den Schneesturm. So. Doch. Hab ich den Trainer gesehen schon? Ne, hab ich gesehen, ja. Gut. Wie gesagt, wir werden jetzt auf die 216 gehen, weil wieder da unten immer Trainer. Gerne mitnehmen in dieser Folge. Ich hatte es eigentlich erwartet. Ja, wir haben jetzt voll die mega Aufgabe noch da zu erledigen und Trainer zu besiegen. Nö, gar nicht. Nur ein deinender kleiner Rivale. Aber gut, ist doch kein Problem. Wir machen ja hier oben noch weiter. Ich kann diese Kälte ab, weil ich kann jedem Angriff widerstehen. So. Okay, wir haben jetzt schon die vierte Folge sind wir jetzt gerade. Ich musste gerade mal nachrichten, wie weit wir jetzt in den Folgen sind. So, dann haben wir jetzt tatsächlich unseren guten Schwarzgurt, der hier mit einem Marschall auftaucht und fast besiegt mit einem Move. Das sind wir gerade mal weggeschlagen? Dann ist das auch jetzt Geschichte, weil du hast natürlich Gaffi gar nicht mehr da, dass du das wegstecken könntest. So, Kramox ist besiegt. Kramox ist besiegt. Kramox sagt ja, wir sind 46, Marschall ist besiegt. So ist es nicht. So, wie wieder in der nächsten Folge machen wir dann Schleide. So, eigentlich wollte ich Ski laufen. Naja, bin ich schon wieder in die Spur. Es wird heute eh eine etwas kürzere Folge werden, würde ich mal sagen. Und wir machen noch ein bisschen was. Wir werden heute das machen, noch die Trainer, wenn wir nach Schleife fahren, fliegen. Und dann in das Hauptquartier machen wir in der nächsten Folge. Und dann sieht es hoffentlich auch bald aus mit dem. Das sieht auch gut aus mit der Entwicklung. Deswegen muss ich extra die Arena machen, um auf den kleinen Schatten zu gehen. Entschuldigung, ich habe die Katze falsch scheucht.
So, also noch eine Marotte hinterher, mein Freund, damit du Geschichte bist. So. Ich hab mich schon lockgefüllt auf. Ja, bald bist du ein Kampfchef, mein Freund. Bald bist du mein Kampfchef. Schneebedeck. Ja, Schneebedeck ist jetzt klar. Das wird jetzt tatsächlich mit Kramux weiter drauf gehen. Also bitte eine Prio-Attacke vom Typ Eis, ganz klar. Das war mir schon irgendwo klar, dass hier sowas kommt. Aber dafür kriegst du noch einmal Flügelschlag hinterher und damit bist du Geschichte. So. Georock. So. Dann kriegst du jetzt meinen. Aber ich hoffe, dass du irgendwann mal Energieball oder sowas lernst. Das will ich nämlich eher statt. Super, oder? So, drauf. Du hast mir schon mal was gedacht. Aber ich glaube, der Hagelsturm sollte es trotzdem erledigen. Gut, das sollte es erledigen sein. Und tschüss. Warte, weil du Härtner einsetzt, was sowas so unnötig ist, sonst hat man da Gesteinsabkampf drauf zu gehen. So, der gute Skifahrer ist besiegt. Wir haben noch eine Skifahrerin. Was am Winter Spaß macht? An erster Stelle Skifahren. Und natürlich auch Pokémon. So, Dagmar. Roselia. Also Rad haben wir ja schon gesehen, Knospi haben wir schon gesehen und Roselia ja auch schon in der Arena. In der zweiten Arena haben wir ja schon auf diese Rade getroffen. Bei Sylvana. Ach nee. Das geht dann. Ja. Damit wird sich gerechnet. Was hast du als nächstes? Galoppbereich erstmal Level 47. Sehr, sehr gut. So. Nicht mehr so lange, dann habe ich einen Krampfschiff. Schneebedeck. Na gut, es kriegt jetzt die Vergiftung ab und es kriegt jetzt vor allen Dingen auch den scheiß Eissplitter. Ach, geh mir den auf Eier. Nimm das hier. Tschüss. Kleines süßes Schneebedeck. So, Dogma ist besiegt. So, Beutel. Aufwecker. Ich habe keinen Supertrank mehr. Jetzt wird wieder ein, was ich gewollt habe. So, erstmal das. Ich habe mir mal überlegt, übrigens tatsächlich, da ich doch ja Mario Kart für die Switch besitze, habt ihr da Bock drauf? Würdet ihr das gerne mal sehen? Ob ich das machen würde? Habt ihr da euch Bock drauf? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es doch nicht. Ich muss mal gucken, wie die Zeit auch halt immer so ist. Ne? In zwei Projekten bin ich ziemlich ausgelastet gerade. So, erstmal Metallkraut. Wenn das Geschenk habt, geht los. Ich habe Mario Kart, glaube ich, mal gemacht, aber ich weiß nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Naja, erstmal weiter mit Pokémon. Wie stellst du dir einen Kampf bei diesen Schneefeldern vor? Keine Ahnung. Wenig Sicht. Was hast du jetzt von Pokémon? Nur ein Pokémon? Du hast einen. Ein Staravia. Das ist jetzt nicht die Mega. Das ist jetzt nicht so das Mega-Pokémon, wie wir 38 jetzt auch so Staraptor haben können. So.
Rutsches, Staravia. So, dann sollte das eigentlich jetzt auch erledigt sein. Level 45 für Ramaidon. Und die gute Agnes ist besiegt. Das Blatt hat sich gewendet. So, dann nehmen wir das. Die TM damit. TM-Eisstrahl. Ich brauche nicht noch Schleide. Also zumindest nicht ins Kaufhaus. So, dann haben wir's. Meines Wissens. Dann sind wir hier, glaube ich, jetzt komplett durch. Wir haben sie alle besiegt. Und ich glaube, dass es ja auch nicht mehr weitergeht, oder? Nein. Gut, dann sind wir durch. Wir fliegen jetzt rüber nach Schleide. Und in der nächsten Folge machen wir unser Team komplett final. Weil dann entwickelt sich auch Kramurks zu Kramchef. Weil irgendwo soll es nämlich da einen Finsterstein geben. Und dann infiltrieren wir das Team Galaktik-Gebäude. Also bereinigen das von den Mitgliedern. Und ja, das ist cool, das wird cool. Da habt ihr bestimmt genauso Bock drauf wie ich. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet und fleißig mit dabei seid. Dankeschön an alle, die fertig klar.